bei unserem ersten Zertifikatetag vor einem Jahr, da stand der Bitcoin-Kurs bei $768. Jetzt ist es ein Vielfaches. Stellen sich viele die Frage, wie kam es und vor allem, wie handelt man Bitcoins? Wie kommt man da dran? Und wir haben einen Kollegen ausfindig gemacht, der sich mit diesem Thema genau auskennt. Das ist mein Kollege Florian Söllner vom Anlegermagazin Der Aktionär. Er ist leitender Redakteur dort. Florian, ja. Herzlich willkommen hier bei uns in Frankfurt. Florian, lass uns über Bitcoin sprechen. Du beschäftigst dich mit dem Thema intensiv. Und wenn man mal so schaut, wir haben Börsenrallye, aber so Aktien wie Daimler oder BMW, die stolpern da vor sich hin. Es ist kein Autojahr, aber so Sachen wie Bitcoins laufen wie geschnitten Brot. Was passiert da? Wie ist die Stimmung? Also die Stimmung ist nicht gewaltig gut. Also jeder spricht drüber, in jedem Medium ist darüber zu lesen und zu hören. Auch mit den Bekannten, wenn man spricht, jeder fragt nach Bitcoin logischerweise. Mhm. Und es ist ganz klein Mainstream angekommen. Es gibt ja mittlerweile 1000 solche Coins und kleine Kryptowährungen. Und Bitcoin ist ganz klar die größte, die Marke und hat eine Sogwirkung und immer mehr investieren. Man muss sagen, früher war es was für Freaks, ganz klar. Wurde so im Darknet benutzt, ja immer noch als Zahlungsmittel auch, aber hauptsächlich für Zocker. Mittlerweile ganz klar auch Großinvestoren steigen auch schon mal ein bisschen ein, gerade zur Diversifizierung denken sich, okay, wenn doch mal was bei dem Euro, beim Dollar passiert, vielleicht doch mal 1-2% Bitcoin reinmischen. Also es ist ein ganz großes Thema geworden für einige Zocker und jetzt auch schon Anleger, und das dürfte uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte noch beschäftigen, schon aufgrund der spannenden Technologie dahinter, die Blockchain. Also ist ein großes Thema geworden und wird es bleiben aus meiner Sicht. Du bist selbst eingestiegen nach dem Wertpapierhandelsgesetz, § 34, sagen wir das auch, und wollen aber natürlich gerne wissen, warum? Weil du sagst, das war so eine Zockergeschichte. Oh, es ist ja eine recht komplizierte Geschichte, wenn man ehrlich ist. Warum bist du dabei? Also ihn zu kaufen ist nicht so kompliziert. Mhm. Gekauft habe ich ihn über bitcoin.de. Da muss man sich anmelden. Mit Partnerbanken kann man auch Expresshandel schnell machen. Schneller ging es dann mit Zertifikat. Warum bin ich eingestiegen? Klar, wie jeder Investor denkt man darüber nach, wo legt man sein Geld an. Mhm. Und wenn man sieht, dass die Euro-Geldmenge M1 in 14 Jahren sich mehr als verdreifacht hat, kommt schon ein bisschen Angst auf, dass die Inflation irgendwann doch mal zuschlagen könnte, im Dollar, vielleicht im Euro. Und da sucht man nach Alternativen, mal ein bisschen was beizumischen. Und natürlich bietet sich hier Bitcoin an, weil hier ist die Geldmenge begrenzt. Aktuell rund 17 Millionen Stück Bitcoin. Maximal können gemeint werden die nächsten Jahrzehnte und Jahrhunderte 21 Millionen. Also hier findet so eine Inflationierung der Stückzahl nicht statt. Und wenn das Interesse groß bleibt, kann hier dann eben nach oben beim Kurs dann entsprechend eher was passieren, nicht bei der Stückzahl. Ist insofern spannend, aber natürlich high risk. Es gibt keinen eigentlichen Wert dieser Währung. Aber so zur Mini-Beimischung und auch ein bisschen sich mehr Technologie mal anzufreunden, kann man es eigentlich jedem empfehlen, aber wirklich sehr gering mal einsteigen, weil es ist alles möglich. Es kann mal um 80-90% nach oben gehen, da kann es auch weiter steigen. Wenn es wirklich mal ein digitales Gold wird, was viele hoffen, ein Zahlungsmittel wird, was vielleicht künftig auch mal bei Amazon akzeptiert wird, dann ist noch viel möglich, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel der Wert eines Goldes ja nochmal ein Faktor 100 mehr ist als jetzt Bitcoin mit 80 Milliarden Market Cap. Also High Risk, Beimischung, richtig sinnhaft, um anzulegen, um vielleicht Dividenden wie bei Aktien sich abzuholen, ist es nicht, dann lieber Aktien. Aber mal ein bisschen Beimischen kann man schon machen. Okay, wer sich des Risikos bewusst ist, muss immer noch den Weg finden. Den Bitcoin kann man nicht in die Hand nehmen. Wie hast du es gemacht? Wo hast du Bitcoin gekauft? Genau, ich habe es über die Handelsplattform bitcoin.de gekauft. Und in dem Zuge bin ich natürlich auch auf eine spannende Aktie aufmerksam geworden. Bitcoin Group gehört ja diese Handelsplattform. Ja. Die haben wir im Aktionärbörsendienst Hotstock Report empfohlen, schon vor über einem Jahr. Auch hier ist der Hype groß. Die Aktie ist über 1000% gestiegen seitdem. Und bei bitcoin.de kann man handeln, ist ein bisschen kompliziert, sich anzumelden. Und schneller geht es natürlich per Zertifikat. Mittlerweile gibt es auch Apps, bei denen man mit Kreditkarte ziemlich schnell sich solche Bitcoins kaufen kann. Okay, also ein bisschen kompliziert. Man braucht noch ein Konto und muss gucken, wie man das alles gebuppt kriegt. Mit einer App geht es leichter. Ja, bei welchem Kurs bist du eingestiegen? Also lag schon deutlich tiefer. Ich bin da schon vor zwei Jahren eingestiegen. Die ersten habe ich mir dazu gekauft. Der war ein bisschen tiefer, klar. Aber man weiß nie, wo im Magen steht beim Bitcoin, muss man sich ganz klar bewusst sein. Ich sehe es persönlich auch ein bisschen, ich ziehe den Vergleich gerne so ein bisschen die Autoversicherung. Autoversicherung bezahlt man jährlich, hat nichts davon, wenn man keinen Unfall hat, das Geld ist weg. Ähnlich sollte man aus meiner Sicht Bitcoin ein bisschen sehen. Wenn denn mal der große Währungscrash kommt, könnten Bitcoins noch viel wertvoller werden, weil dann alle vielleicht trotzdem in den sicheren digitalen Hafen
fliehen. Wenn natürlich der Euro trotzdem stabil bleibt und alles in geordneten Bahnen geht, dann kann es auch sein, dass Bitcoin vielleicht mal wertlos wird. So sollte man sehen, so als Versicherungsprämie mit Geld, was man abschreiben kann, aber vielleicht trotzdem mal ein bisschen was reinlegen. Glaubst du, wenn mal wirklich ein Crash kommt und viele verkaufen ihre Bitcoins, dass dann die Systeme das aushalten, dass das alles funktionieren kann? Also Systeme dahinter sind ja das eigentlich Spannende. Die sind nach, da gibt es gewisse Engpässe bei der Blockgröße sozusagen, das wird jetzt gelöst. Aber das ist schon aushaltbar. Das ist schon langsam Richtung, geht schon Richtung Erwachsenenalter. Das geht aus den Kinderschuhen raus, ist aber alles noch sehr jung. 2010 ging es da erst los. Also passieren kann immer was. Auch Thema Verbote gab es ja in China beispielsweise. Ja. Ich habe jetzt auch gesprochen mit dem Bitcoin.de-Chef, befürchtet er auch in Europa, Deutschland Ähnliches. Er sagt, jetzt ist da nichts abzusehen, dass hier versucht wird, zumindest solche Börsen zu verbieten. Weil Bitcoin an sich ist schwer zu verbieten. Das Spannende ist ja, es ist ja eine Weltwährung, da, ja. Es gibt keinen, der dafür zuständig ist. Es ist dezentral, das ist ja auch das Interessante. Aber klar, solche Risiken gibt es schon. Gerade wo man sein Geld parkt, dass mal Börsen gehackt werden, vielleicht gibt es Restriktionen von staatlicher Seite, gerade wenn es immer wertvoller wird und tatsächlich immer mehr Leute aus dem Mainstream, normale Menschen, plötzlich den Euro in Bitcoin tauschen würden, noch ist es ja sehr gering im Vergleich dazu, dann könnte es schon sein, dass da einige Institutionen nervös werden. Also möglich ist alles, im positiven wie im negativen Sinne. Aber man sollte davon gehört haben und vielleicht mal ein bisschen austesten, kann nicht schaden. Florian, vielen Dank. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, der Bitcoin ist noch nicht in aller Hände, man kann ihn nämlich nicht anfassen, auch noch nicht in aller Depots, aber doch in vieler Munde, weil sich der Kurs seit Monaten vervielfacht. Was ist dran an diesem Hype, wo viele gar nicht wissen, was es eigentlich ist? Florian Söllner glaubt daran, dass Bitcoin durchaus ein Risiko besitzen, ja, aber auch eine kleine Diversifizierung fürs Depot sein können, einfach mal zum Ausprobieren. Aber Risikomodus fährt immer mit und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Bitcoin zu handeln. Florian hat es über Bitcoin.de probiert. Das ist ein bisschen komplizierter. Es gibt auch ein Zertifikat. Darüber sprechen wir gleich noch. Und es gibt auch die Möglichkeit, ja, mehrere Zertifikate, demnächst auch ETFs zu handeln. Wir fassen das nochmal für Sie zusammen auf unserer Website und ich freue mich auf die nächsten Gespräche gleich.